Dann gehen wir doch gleich über zur nächsten Runde. Okay, dass wir uns hier gar nicht in die Länge ziehen. Mhm. Genau. Steht jetzt 2-1 für John. Und das nächste ist ein ganz tolles Spiel. Und zwar lautet die Aufgabe, wer kann 40 Linien im Tetris-Spiel schneller auflösen? Wir haben dafür hier eine schicke Website rausgesucht. da geht ihr dann bitte mal drauf. Jetzt schon, ohne dass wir schon bieten, ja? Na, nö, Red. Wir bieten natürlich erstmal. Darf ich das Startgebot sagen? Ja. Ah, das Startgebot ist 6 Minuten. 40 Linien. Hier könnt ihr auch wieder in 10er Schritten runterratteln. Also, jetzt darf diesmal der John bieten. Mhm. Also, ist das ein leeres Tetrisfeld oder ist da schon was vorgebaukelt oder was? Das ist leer. Das ist leer. 40 in 6 Minuten. Mhm. 40 Linien, einfach wegbauen. Genau. 6 Minuten. Egal wie, es muss ja nicht im Tetris, aber Tetris ist natürlich schneller. Ne? Er bietet 6 Minuten. Er bietet weniger. Also wir können ja immer erläutern, wie wir das Mittel gesetzt haben. Wir haben alle mal gespielt und haben dann ein Mittel gefunden, einen Mittelwert, wo wir gesagt haben, der ist realistisch. Sehr aber realistisch. Meiner war aber unrealistisch, weil ich mich zu dumm angestellt habe. Deswegen haben wir ja ein Mittel gefunden. Okay. Weil ich mich jetzt ein bisschen zu dumm angestellt habe. Ich gehe mal auf 4 Minuten 20. 4:20 sagt John. Was sagt der DJ? Dann gehe ich auf 4. Wieder 4 Minuten. Nein. Was John? Sagt der John? 40. 40? Ich glaube nicht in 40 Sekunden, das wäre jetzt ein bisschen unfair. Nee. Ich denke. Wollte schon sagen. Ey, jetzt ein bisschen heftig. 3:30. Ja, ich mach mal. 3:30. Mhm. DJ? Ja, okay. DJ? Nein. Geh nicht weiter. John muss spielen. Alles klar. Wenn ich das Spiel gewinne, habe ich das Spiel gewonnen, ne? Rein punktetechnisch, glaube ich. Ja. Ja. Ja, hast du. Okay. Motivation. 3:30 war dein Gebot. 3:30 war dein Gebot. Und ja. Du schickst mir Bild. Genau. Der Teamviewer. Das ist ein Browser-Spiel, ne? Jo. Du kannst das aufnehmen. Ja, kann ich machen, gut, wenn du mir Teamviewer Bild schickst. Wäre einfacher, ja. Alles klar. Gut, dann schicke ich Teamviewer Bild. Und ich sage, bis gleich. Gut, wir haben uns zusammengefunden. Die Technik funktioniert auch einigermaßen. Genau, da sind wir nun bei dieser Tetris-Browser-Dingens. Die Zeit wird starten, sobald ich hier auf Start drücke. Ich habe auch kurz die Tastatureinstellungen mir angeguckt. Ich hoffe, das kriege ich hin. Es gibt diese Hold-Funktion. Genau, du kannst dir einen Stein beiseite legen, wenn er dir gerade nicht in den Kram passt. Und jedes Mal, wenn du Hold drückst, danach holt er dir halt den Stein gegen den anderen raus. Aber ich glaube, das kannst du dann nur einmal drücken. Also du kannst jetzt nicht ständig die Steine tauschen. Genau. 3:30 natürlich eine unglaublich knappe Zeit. 40 Linien. Ich persönlich werde versuchen, die eher schnell abzubauen, wie auf dem Tetris zu bauen oder so. Das jetzt also sei schon mal meine Taktik gesagt. Es ist ja ein guter Matchball für diese Runde. Ich gebe alles. Shift und Alter. Okay, ich würde sagen, ich zähle runter und dann kannst du auch den Counter starten. Jawohl. Und zwar in 3, 2, 1... Go! Ah ne, jetzt kommt ja. Erst 3:20. Ja gut, du kannst ja draufrechnen, scheiß drauf. Okay, ich hab's ja gesehen, ist ja. Alles gut. Alles klar. Guck mal, da steht ja auch die Zeit praktisch. Ah, und ich hab schon einen Fehler gemacht. Ich hab schon einen dummen Fehler gemacht, aber okay. Ja, das ist, weil du so schnell sein wolltest. Ja, weil ich es nicht gewohnt bin. Ja gut, egal. Ich will nicht schon wieder mit Ausreden anfangen. Das kriegt man alles noch hin. Ja, das sieht doch gut toll, aus. Toll, meine erste Linie. Ich liebe ja Tetris über alles. Echt? Ja, aber ich halte mich jetzt mal zurück mit den Kommentaren. Also unterhalt du die Zuschauer. Ich muss hier... Na toll. Ja, ich muss versuchen, nee, so nicht. auszugleichen hier. Wobei, der passt eher hier. Du passt da. Tja. Ja, jetzt baue ich doch auf das, was ich nicht wollte. Ne? Man sieht es schon. Aber, Leute... Jetzt. Boom. Nein. Doch nur zwei so, rein. Nimm das. So. Siehst du, und schon hast du wieder Platz. Haben wir wieder gecleant, aber die Zeit spielt gegen mich.
Okay, oh shit, nee, das mache ich nicht. Dann können wir den nämlich da reinbauen. Kannst du mir so einen Zwischenstand geben, wenn ich nur noch eine Minute habe? Das wäre super nett. Ja gut, wenn du das nicht schaffst, 3 cm weiter oben zu gucken, kann ich das natürlich tun. Nee, kann ich echt nicht. Ich bin da voll konzentriert jetzt auf die Linien. Nein, ist kein Problem. Also wir haben jetzt fast 1,5 Minuten. Alles klar. Okay, 1,5 Minuten. Habe ich ja auch nicht mehr so viel übrig, aber... Gucken wir mal. Was läuft, es wird. Na, es ist zu wenig. Es muss besser laufen. Ah, das ist jetzt geil. Das ist der Stein, den ich brauchte. Danke. Naja, immerhin. So, und jetzt muss es aber alles trotzdem schneller gehen, sonst wird das nichts mehr. Machen wir den dahin, den darüber. Sieht doch aber eigentlich ganz gut aus, soweit. Nee, das muss schneller gehen. Also ich, ja. Scheiße. Jetzt, wo du gesetzt hast, kann ich dir ja mal sagen, wie lange ich gebraucht habe. Und ich arbeite immer mit Tetris. Okay. Ich glaube, ich war irgendwo knapp über 1 Minute. Okay. Ja. Ja, ich liebe Tetris genauso. Aber guck mal, du hast jetzt 2 Minuten 20 und schon die Hälfte raus. Also, ja, ich hab doch nur noch 1 Minute. Oder was? Stimmt, du hast ja nicht 4 Minuten gehabt, ja? Du, okay. Ja, scheiße. Ich war jetzt noch bei den 4 Minuten von Carsten. Ach nein! Ja, jetzt bin ich am Arsch, das war's. Ja, das. Nee, das gibt das nicht so schnell auf. Das ist falsch, was du da machst. Also. Wenn du da zu schnell aufgibst, ist das auch nicht gut. Ja, ich gebe natürlich noch nicht auf. Aber es ärgert mich gerade, dass ich mich da... super. Du kannst auch das Ding wegpacken, wenn es dir nicht passt. Das war gut, aber ich meine, wie gesagt, du kannst die Hold-Funktion nutzen. Ja, schon klar. Aber das ist gerade... Siehst du, und schon sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Also, ja. Wir gehen jetzt wieder dahin und dann... Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, 25 Sekunden. scheiße. Pack den doch weg! Ja, ach, das ja, ist jetzt guckt sich die Steuerung an und nutzt sie dann nicht aus, ich bin ganz ehrlich. Ich bin dieses Wegpacken auch nicht gewohnt, weil ich altes Tetris und so gespielt habe, aber das hätte es jetzt ehrlich gesagt auch nicht rausgerissen, muss ich sagen. Ah, doch, das hilft manchmal wirklich, gerade wenn man dann so manche Sachen bauen will. Ja, naja. Jetzt habe ich auch voll Pech gerade, was die Steinchen angehen. Schade. Also, das müssen wir nochmal üben, Schatz. Du bist raus. Ja. Du hattest noch 12 Linien zu haben. Naja. Da kommen die 8 Linien, schaffst du noch. Ja, es wird auf jeden Fall wenigstens knapp, aber... Oh, ja. Oh, du Held, ey. Oh. Ja, aber weil ich schnell machen muss. Das ist... Du hast bei deiner Probe keinen Zeitdruck gehabt wie ich jetzt. Doch, das ist, ich wollte auch so schnell wie möglich fertig sein. Ja, aber du wusstest nicht, dass du nur noch ein paar Sekunden hattest oder so. Wie viel habe ich denn noch? Du bist schon längst drüber, habe ich doch gerade gesagt. Ach so! Ja. Ja, schade drum. Da habe ich mich wohl ein bisschen zu... Komm, 5 Reihen noch, die schaffst du jetzt. Ja, natürlich schaffe ich die, aber natürlich nicht in dem Zeitraum, wie erfordert. Ja, es bleibt dann wenigstens spannend. Ja, das stimmt. Das Spiel ist ja nicht gelaufen, im Gegenteil. Es steht jetzt 2-2. Siehst du, jetzt will ich den da reinschieben, jetzt müsste ich, ne, warten. Weil sonst kann ich ihn ja nicht reinschieben. Ja, aber es bringt dir auch nichts, weil du danach nichts mehr reinschieben kannst. Ist vorbei. Ja, versagt, dann führt ganz knapp wieder unser werter DJK. Beziehungsweise Carsten. Nicht, ist 2-2. Jo, ich habe ein bisschen länger gebraucht. schade. Komm, 4,51. Ja, schade. Du hättest nicht mal, war das nicht dein erstes Gebot, 4,50? Nee, 4,20 hattest du zwischendurch, ja, ne? Ja, also hätte ich nicht mal das geschafft, ja. Total abgelost, obwohl ich Tetris so sehr liebe, aber na gut, die Spiele gehen weiter. Bis gleich. Bis gleich. Zurück sind wir. Ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben, ob er es gepackt hat oder nicht. Er hat es nicht gepackt. Er hat's gepackt. Er hat's gepackt. Ich kenn seine Tetris-Skill. Der muss es gepackt haben. Wie dann? Ich kenn seinen Tetris-Skill. Tetris ist ja nur eigentlich nicht schwierig, ne? Das ist schon... Eigentlich. Aber die Zeit einzuhalten. Ja, er hat's auch nicht geschafft. Yes! Ja. Leider, Flüchtigkeitsfehler gemacht, ein paar Mal verrutscht und so, weil Tastatur... Ach, mit deinen Ausreden. Doch, ist so. Ich hab Tetris nie auf Tastatur gespielt. Und dann diese Haltefunktion, okay, die habe ich eh nicht genutzt, weil damals auf dem Gameboy und NES gab es die nicht. Aber, nee, ich habe es nicht geschafft, ja. Es wäre jetzt interessant gewesen, ob DJ das in der Zeit geschafft hätte. Der hätte ich mal nebenbei auch nicht das geschafft. Ich habe mal Probe gespielt, aber
Nee, ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Ich habe auch zu viel verbaut und... Sehr gut. Ich habe gerade es auch nochmal gespielt und ich habe 4,50 diesmal gehabt. Ich habe... Aber John war bei 4,51. Ich habe Scheiße gebaut am Anfang und dann habe ich... Ja, ich habe einfach eine Scheiße gebaut. Ich habe auch Scheiße gebaut. Dann kommen wir zum alles entscheidenden Spiel. 2-2 steht's jetzt, ne? Genau. Ja. Yeah. Oh, kacke. Ich möchte aber nochmal betonen, bislang ist da nicht 4 mit Skill gewesen, ne? Also, ich erinnere mein mich... Mein Skill kann nicht, heißt das Spiel. Das ist ja genau. Also, ich erinnere mich... noch um. Also, ich erinnere mich, bei Spyro Slayer hatte ich und Slayer ab und zu doch mal Skill gezeigt. Tja, wir werden das Spiel halt umbenennen. Das steht dann im Titel drin. Mein Skill kann nicht. Und dann kommen die ganzen abgefuckten Spiele. Och komm! Ja, erzähl mal nicht, dass es so schlimm wäre. Ich fand unsere Ideen ganz toll. Ja, ihr seid ja nicht schuld. Das ist unsere Wetteingabe, die hier versagt. Wir sind schuld, das stimmt schon. Ja. Mann, gut. Jetzt freue ich mich. Dann kommen wir zum anscheinenden Spiel. Das ist nicht von mir, keine Sorge. Na toll. Okay. Weißt du, wie er immer gleich alles auf die anderen abschiebt, dass er ja bloß nicht selber schuld ist. Das ist so ein Verräterschwein. Aber das Ding ist jetzt einfach, jetzt wissen die Kandidaten ja auch, dass es jetzt auch was Schweres wird. Ja? Die wissen vor allem auch, dass es was Anspruchsvolles wird. Ja, das ist wahr. Ich wollte einfach hier gerade nur John die Sicherheit geben, es wird nichts Schweinisches, Krankes. Aha. Gut, dann kommen wir mal zum Wesentlichen. beim nächsten Spiel geht es darum, wer es innerhalb von 2 Minuten schafft, mehr Flaggen richtig zuzuordnen. Flaggen? Ja, und zwar Länderflaggen, quer über die ganze Welt verteilt. Darf ich nochmal das Startgebot sagen? Ja, warte, ich bin ja lange nicht fertig, mein Freund. Also wirklich quer aus der ganzen Welt, das ist jetzt nicht nur Europa. Allerdings im Multiple-Choice-Verfahren. Also wir haben A, B, C und D. Okay. Und ihr müsst dann halt entsprechend bloß den Buchstaben sagen oder das Land, also je nachdem, irgendwie so in die Richtung. Zumindest so, dass ihr eine Auswahl habt. Also ihr müsst jetzt nicht das aus dem Kopf wissen. Startgebot hier wären 5. In 2 Minuten, wie gesagt. Mann. Heißt, es geht jetzt darum, ob ihr mehr schafft als 5. In welcher? In 2 Minuten, ne? Mhm. Genau. Und wie viel Zeit haben wir pro Flagge, wenn wir die erstmal sehen? Wenn du jetzt bei 4 Auswahlmöglichkeiten 2 Minuten legen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Ja klar, weil bei 2 Minuten ist ja Schluss, ja. Okay, macht das Sinn. Ja. Mhm. Deswegen Multiple Choice. Also es ist wie gesagt, du siehst 4 Antwortmöglichkeiten und musst dich dann für eine entscheiden. Und dann kommt es halt drauf an, ob du es schaffst, dein Gebot am Ende durchzukriegen. Jetzt ist Carsten wieder dran, oder? Genau, eben. Erstmal solltet ihr überhaupt ein großes Gebot festlegen. Okay, dann sag ich mal so, Carsten, das erste Startgebot ist die 5. Möchtest du mehr bieten? Ich biete 10. Er bietet 10 und der John bietet... Boah, das empfinde ich jetzt schon als eine Menge, ganz ehrlich. 2 Minuten. Die Flaggen. Weltweit, ne? Oder Europa? Genau, oder? Weltweit. Habe ich gerade gesagt. Ja, okay. Ja, wunder, muss ich ja gehen. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, ob ich da mitmachen soll, ganz ehrlich. 10 in 2 Minuten. Das ja, aber bedenke, wenn du Carsten das Spielfeld überlässt, dann kann das gut sein, dass er das einfach so für sich entscheidet. Es sei denn, wir behalten unsere Taktik ein und versauen das immer. Ich weiß ja nicht, Wie wär's denn mit 17? Wie wär's mal mit 20? Jetzt übertreiben sie auch. Nein, wir machen es mal so wie bei Pokémon. 200 noch was. Also ich habe wieder 50 vorbereitet, ja? 50, ja. Mach alle 50. Meine lieben Kollegen, bitte lasst ihn doch eben überlegen. Er überlegt mir zu lange. Ich bin da auch nicht flaggenkundig, muss ich ehrlich sagen. Ich überlasse das meinem Kontrahenten. Okay. Er hofft damit, dass er verkackt. Oh Gott. Viel Spaß. Ah, danke. Und wenig Glück. Vergiss es, John. Gut, dann schicken wir die TeamView-Daten auf, weil ich möchte mitschauen. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt ja alle mitgucken. Ja, ne?
Wir können auch alle zusammen im Gespräch bleiben. Ich würde das jetzt gar nicht großartig unterbrechen. Genau. Gut, du bist da? Ja, alle da. Keine Gedenkzeit für ihn, ne? Sofort rausbrechen. So. Johnny, du bist ruhig, du machst nicht mit. Okay, also die erste Flagge zählt nicht, weil die brauche ich jetzt. Schade. Genau, die haben wir schon zu lange gesehen, die zählt nicht. Ja. Das ist die, sagen wir mal so, Vorführflagge. Ich hätte keine Ahnung, ganz ehrlich. Also ich hätte jetzt auf Madagaskar getippt. Das ist unsere kleine Vorführflagge. Warum Vorführflagge? Ja, weil es zum Vorführen gedacht ist. Die Beispielflagge, ne. So sieht's gut aus. Vorführflagge, okay, John. Okay, jetzt kann ich dann auch meine Aufnahme starten. Jo. Ja, wie gesagt, mit den Tonspuren, da musst du dann nochmal gucken. Das war das irgendwie zwei Minuten, ihr timet das auch. Ach, da oben sieht man die Zahl, okay. Ja. Genau, ja gut, da ist einmal ja, können wir draufrechnen, klar. Da oben. Ja. Ja. Gut, okay, also diese Flagge hier wäre Belize gewesen. Okay. Gut, dann geht's jetzt los. 10 Flaggen. Gib dir Mühe. Ich gebe mein Bestes. Alles klar, und los. Irak. Nein, Quatsch, ach, scheiße. Ja, geht dann einfach weiter. Guyana wär's gewesen. Oh, Mann. El Salvador. Richtig. Eins. Türkien. Türkei meine ich damit. Türkien ist gut. Türkien. Zwei. Okay. In Vietnam. Falsch. Scheiße. Mexiko. Jo. Drei. Mazedonien. Jo. Vier. Südkorea. Jo. Fünf. Jordanien. Richtig. Sechs. Vatikanstadt. Jo. Sieben. Taiwan. Richtig. Acht. Belgien. Jo. Neun. Brasilien. Zehn. Tada. Ich hab's. Weiter. Wir gucken mal, was du noch hinkriegst. Das wäre, Tschad. Falsch. Ach, scheiße, okay, das ist jetzt wieder etwas fies. Ich würde Tuvalu sagen. Falsch. Das ist definitiv Niederlande. Jupp. Elf. Andorra? Falsch. Okay, jetzt kommen die richtig fiesen. Mongolei. Ja. Yay! 12. Myanmar. Richtig. Hey. 13. Bahamas. Jo. 14. Zypern. Ich. 15. Kasachstan. Falsch. Nein, ach, okay. Kap Verde. Falsch. Was ist, ey, okay. Bin vorbei. Ja, gut. Nee, gar nicht. 5 Sekunden hätte er noch gehabt. Ja, gut, Namibia hätte ich jetzt so gesagt. Ja, eigentlich nicht. Also laut meiner nicht. Na, also ich hab auf, hier bei der Uhr, bei meiner Aufnahmeuhr, auf 25 Sekunden starten lassen. Hm, okay. Dann raten wir. Ist egal, Namibia wäre ich glaube, das wäre sogar noch richtig, yay. 16 Stück hätte also er gehabt. 16 hätte er hingekriegt. Also ich meine, 16, aber na gut. Das heißt, ja, Carsten Skill, also DJ Skills kann und er hat jetzt sich 2 Punkte geholt. Damit liegt er in Führung mit 4-2. Das heißt, Wahnsinn. John hat das Ding gewonnen. Dann, ja, John hat leider hier den kurzen gezogen, würde ich mal sagen. Ja, schon. Also ich bin aber froh, ganz ehrlich, ich hätte da nicht annähernd so viel gewusst. Ich bin bei Flaggen echt schlecht und deswegen hat er da absolut... Hast du in Geografie nie aufgepasst? Nee, ganz ehrlich nicht. Oh, okay. Aber, wenn ihr möchtet, können wir die letzte Runde ja noch als Bonus mitnehmen. Die dauert auch nicht lange. Können wir machen, ja. Jo, warum nicht? So, erstmal das Meeting verlassen. Dann gib mal das Bonus frei. Wollte gerade sagen, genau, dann können wir uns zusammen noch den Bonus angucken. Zack. Weil es da natürlich interessant wäre, ein Bild zu sehen. es geht darum, wer dieses Puzzle unter diesem Link schneller puzzeln kann. Wir hatten eine Startzeit von 2 Minuten 30 vorgegeben. Bin ich mal auf das Puzzle gespannt. Es hat 20 Teile. 20 Teile nur, okay. Okay. Ja, gut. Ach du Heilige. Was war nochmal die Standardzeit? Bräuchte ich jetzt 2 Minuten 30. Wir können ja einfach so spielen. Bis ich das jetzt aufnehme, das dauert zu lange. Aber ich kenne die Katze.
Ist das ein Vorteil? Also ich fange mal an, ne? Das ist ja einfach. Ja, du siehst am Ende auch die Zeit, die zeigt dir dann an. Alles gut. Gut. Dahin. Nein, der passt nicht. Scheiße. Ah, warum sind das 20 Teile? Das sind mir zu viel. Die Katze ist voll komplex. Katze ist zu komplex, ja. Ja, echt. Wie kann eine Katze komplex sein? Erklär das mir mal. Die ist voll komplex. Die ist niedlich. Ja, das auch. Niedliche kleine. Ja. Gar nicht. Shit, ja. Ah, doch. Das nur, wenn's plüpp, dieses plüpp-Geräusch macht. Puzzle mal nebenbei für mich und dann können wir das ja den Zuschauern noch anbieten. Ich puzzle gerade auch so nebenbei. Und ich will jetzt mal schauen, wer schneller von uns allen ist. Ich höre euch so nebenbei einfach zu. Wir werden sie gleich. So nebenbei einfach zu. Ja, das auch wir sollten dann aber einen Screenshot machen, sozusagen, so als kleinen Bonus noch. Ja, wenigstens von so mit der Zeit dann. Das schon, ja. Genau. Das ist eine gute Idee. Das können wir machen. Ich habe schon einen großen Teil der Katze, aber. Das reicht. Oh, komm. Ne? Ah, geh rein. So, fertig. Echt? Wow. Ich auch fertig. Ey, seid ihr krass. Ich suche gerade die Zeit. Ah, da steht's. 1:20. Oh, hä? Das kommt hin. Ernsthaft jetzt? Ich hab 1:01. Okay. Ja, 1:01 ist auch meine beste Zeit. Wow. Oder hast du dich also versehen? Ich hab hier die schnellste Zeit des 1:04. Nee, ich hab's gerade Screenshot. Ich hab gerade hier einen Screenshot gemacht. Ich hab auch schon mal gemacht. Ich speichere auch jetzt den Screenshot gerade. Ich bin jetzt fertig. Naja. Dann hast du ja absolut zu Recht gewonnen. Auch beim Puzzeln theoretisch. Nicht schlecht. Ja. Ich hätte eigentlich alle überpuzzelt. Alle überpuzzelt. Ich hätte euch alle überpuzzelt. Ich bin der Puzzlemeister. Ah ja, Mensch, ist aber kein Kirby's Ghost Trap Meister. Arschgeige. Doch, Moment mal, du hast doch mal. Hier, hast du die Punkte überholt in 6 Minuten? Mach du das mal. Ich hab's noch nicht probiert. Dann probier's mal in 6 Minuten. Ich auf jeden Fall mal machen. Aufnehmen. Mach ich gerne. Ja, Leute, auch an der Stelle wollen wir die Runde auch sofort zum Ende bringen, ohne dass wir nochmal rüber wechseln. Ja. Weil, Glückwunsch, da hast du. Natürlich am Ende deutlich abgeräumt. Wir holen auf, John, wir holen wieder auf. Aber wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, führe ich noch ein ganz klein bisschen. Noch, nicht mehr lange. Wir haben es jetzt 19:17 für John. Also die kommen wieder ran, die Community-Mitglieder, aber es reicht noch nicht, um die Führung wieder zu holen. Gary wird das schon bügeln. Es bleibt spannend. Bis zur nächsten Runde. Ciao. Tschö.